Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Und ja, letztes Mal haben wir angefangen, alles Mögliche zu erforschen. Ich weiß, hab beim besten Willen keine andere Möglichkeit, Leben herauszufinden gefunden, außer Fleisch oder Eier. Aber dafür man für Eier Bewegung braucht. Bei Fleisch bin ich mir da nicht sicher. Mal wieder schlafen gehen. Werden wir jetzt gleich nochmal eine Kuh erledigen. Und dann werden wir mal gucken, ob das mit Fleisch geht, Leben zu kriegen. Haben wir noch diese Steinsplitter, ist die Frage. Steinsplitter, ja. Dann können wir nochmal unser Steinschwert reparieren. Die Sechse ist kaputt. Aber nicht hier dran. So, Werkstation. Ist das denn noch drin? Aha. Steinlanges Schwert. Stone Broadsword. Ja, gut. Da war aus irgendeinem Grund noch ein Schwert drin. Schein auch. Zu sein. Regel. Dieses Werkzeug hat kaputte Daten. Achso. Ich habe auch noch einen anderen Mod drauf, dass jetzt Tinkers Construct Dinge nicht mehr einfach so geupgradet werden können und leveln. Vielleicht hat das deswegen auch kaputte Daten. Und deswegen hat es auch noch drei Modifikationen übrig, wie wir sehen. Das nicht. Das heißt, das werden wir jetzt auch gar nicht mehr verwenden. Das werden wir wegschmeißen. Wir werden uns demnächst mal einen Mülleimer bauen. Und das einfach mal vernichten. Ich bringe das mal hier rein. Die Blumen bringen wir auch erstmal wieder hier rein. Mal Steak probieren. Menschen studieren. Wenn man gebratenes Fleisch macht. Okay, also erstmal werden wir. Oh, das ist schon wieder ein Creeper. Immer diese Creeper. Und hier ist wieder ein Blaze. Jetzt setzen sie aber viele davon. Aua, und die hauen ganz schön rein. Eine Blaze-Route bekommen? Nicht wirklich. Wir haben Fleisch bekommen. Wir gleich mal gucken werden. Nee, dafür muss man das was im Tod studiert haben. Gut. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das Leben, anders Leben zu kommen. Das zeige ich euch jetzt, wenn wir nicht gerade von einem Creeper aufgefressen werden. Wir können nämlich uns diese Schreibschrift und Feder erstmal bauen. Da brauchen wir ja eine Glasflasche und Tintenbeutel zum Beispiel, eine Feder. Bauen wir einfach mal drei Stück. Wenn wir später noch öfters brauchen. Wir brauchen später auch noch Papier, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Machen wir mal wieder das Holz, das wir da oben haben.
dieses hier. Mal Papier hier zufälligerweise auch. Oh, wir haben sogar drei Papier, das ist auch sehr schön. Ich stelle das erstmal. Stelle ich das nur hin, ist die Frage. Ich habe ja gar keinen Platz für nichts. Na, ich stelle das erstmal hier hin. Wir brauchen nämlich jetzt zwei von diesen Tischen. Das heißt, hier ein und da ein von. Davon brauchen wir dann noch mehr. Stellen die beiden Tische dahin, nehmen ein Schreibset und Feder in die Hand, machen einen Rechtsklick drauf und wir haben einen Forschungstisch erhalten. Jetzt gibt es nämlich noch eine andere Möglichkeit, diese Aspekte zu lernen, außer durch Sachen angucken, kann man kombinieren. Leben ist zum Beispiel eine Kombination aus Wasser und Terra. Ich glaube, das sind auch zwei Standard-Stadtobjekte, die man halt sowieso öfters hat. Wenn man die beiden kombiniert, bekommen wir Leben. Jetzt, wo wir Leben haben, können wir halt auch andere Sachen studieren, nämlich zum Beispiel. Ne, da braucht man Tod, also zum Beispiel. War das das? Oder war das das? Wir testen das mal kurz aus. Nehmen wir einmal noch das. Ja, und wir haben halt auch hörbar entdeckt. Hatten wir, glaube ich, vorher noch nicht. Ich weiß, bin mir da gar nicht sicher. Nee, das sind Pflanzen. Wir haben Pflanzen entdeckt. Das müssten nämlich Pflanzen eigentlich sein. Pflanzen, hörbar ist Pflanzen. Ach, hier steht es einmal auf Englisch und auf Deutsch. Sehr schön. Pflanzen. Und jetzt kann man natürlich auch den Weizen. Nee, dafür brauchen wir Menschen für. Ja, wir könnten zum Beispiel auch Mohn könnten wir jetzt. Nee, man braucht Geister. Super. Sehr schön. Bewegung. Ach, wir könnten jetzt aber ganz bestimmt das hier. Jetzt haben wir Bewegung bekommen. Bewegung wäre eine Zusammensetzung übrigens aus Luft und Ordnung. Das sind auch zwei Hauptaspekte und könnte man halt auch gleich mal. So, und das wieder einpacken. Truhe nochmal scannen. Da haben wir die Leere auch bekommen in der Truhe. Keine Werkbank. Da muss man Menschen studiert haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man Menschen bekommt, indem man irgendwas anguckt. Wahrscheinlich muss man Menschen angucken, aber ich habe keinen anderen Menschen zur Verfügung. Man könnte aus Tieren und aus Intelligenz das zusammenstellen. Dafür brauchen wir aber wieder Tiere und Intelligenz. Da wir aber Bewegung haben, können wir noch gucken, ob wir das Huhn jetzt oder die Kuh. Da müssten wir was Tierisches eigentlich draus bekommen. Da haben wir Bestien, was Tierisches. Bekommen und Terra. Dann hatten wir noch einen Huhn. Gibt es hier hinten ein paar. Gehen wir mal kurz hin. Natürlich müsste jetzt auf Fichtenholz gehen. Aha. Fichtennadeln. Natürlich Weizengras. Hier kann nichts gelernt werden. Grasblock. Gras. Gras hat Luft gegeben. Okay. Grauer Stein. Kann nichts gelernt werden. Das Huhn. Da haben wir auch wieder Bestien und Federn sogar bekommen.
Man kann übrigens jedes Tier, also man kann jetzt nicht noch einen Hund scannen. Das geht. Man kann jedes Tier nur einmal scannen und natürlich auch nur jeden Baum. Und jeden Gegner schon generell einmal. Ja, da hatten wir schon. Grasblock auch. Kryptos hatten wir. Zinn geht. Da wo wir Kristalle gemacht haben. Das ging alles nicht. So, und man kann jetzt natürlich ganz viel rumlaufen, viele Sachen erkunden, zum Beispiel das Schaf da hinten und das Schwein, das nehmen wir uns nochmal eben. Und dann werden wir ein bisschen kombinieren am Tisch. Schwein. Dafür muss man was, muss man Nahrung studieren. Okay. Für ein Schwein muss man Nahrung studieren, aber ist auch super. Das ist natürlich die Frage, was gibst du mir denn? Schwein, da braucht man ja tot. Es wird auch schon wieder dunkel. Ich kann nicht schlafen, aber auch gut hin. Muss man Menschen studiert haben. Fackel hatten wir schon. Ofen. Haben wir Feuer und Zerstörung für bekommen. Werkbank. Muss man Menschen studiert haben für. Auch dafür Menschen. Oh, hier haben wir Verus bekommen für noch andere Dinge. Verus ist ein Kristall und da wir Kristalle haben, können wir jetzt auch das da hinten machen, was wir gefunden hatten. Werkstation. Und Werkzeug für. Und hier haben wir jetzt Metall bekommen. Ein Fisch. Oh, ein Werkzeug für. Hier kann nichts gelernt werden. Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen einfach so gefunden, wie die Leere, Bewegung, Flug. Feder, Bestien. Und wir fangen jetzt nochmal an, ein bisschen zu kombinieren. Zum Beispiel brauchen wir ja eigentlich Menschen. Dafür brauchen wir Intelligenz. Und um Intelligenz zu bekommen, brauchen wir Feuer und Geist. Haben wir keinen Geist. Also brauchen wir einen Geist. Und dafür brauchen wir Leben und Tod. Tod brauchen wir Leben und Zerstörung. Das heißt, wir nehmen ein Leben, eine Zerstörung und bekommen ein Tod. Aus Tod und Leben wiederum bekommen wir den Geist, eine Seele. Und jetzt wollte ich doch eigentlich die Intelligenz haben. Genau, Intelligenz wäre dann Seele und Feuer. Wenn wir die Intelligenz erhalten. Wir sehen sie nur gar nicht. Da. Verstanderinnerung, Erkenntnis. Und wenn man einen Verstand kreuzt mit einem Tier, kommt man einen Menschen raus. Und da wir jetzt den Menschen haben, können wir die anderen Sachen scannen, wie den Forschungstisch. Da
Da haben wir jetzt auch gleich noch das Werkzeug bekommen. Den Ofengenerator scannen, da wir ja Werkzeug haben. Dann haben wir gleich noch andere Werkzeug bekommen. Trichter haben wir auch gleich noch was bekommen. Maschinen, ja, wir haben alles Mögliche bekommen. Kommen wir nochmal rein. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Metall. Wir haben Austausch, Handel. Wir haben Herstellen, Werkzeug. Ja, und andere Dinge. Aber an dieser Stelle sage ich auch, wir machen nächstes Mal weiter. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss!